Dann bauen wir hier drüben. Eine Mauer. Also mal gucken, ob wir eine richtige Mauer hinkriegen. Weil hier wird ja nicht viel mehr passieren. Ich denke, das wird eine richtige Mauer werden. Da ich das Lager hier auf keinen Fall, das will ich nicht vernichten. Deswegen baue ich ja sogar nach links. Nee, nicht diesen Baum. Damit ich dahinter den Bauernhof setzen kann. Der ist wichtig. So, habt ihr noch Kohle in der Tasche? Wahrscheinlich nicht, wa? Nicht genug für den Ausbau. Ein sehr, sehr schwerer Start für uns. Wenig Karnickelfelder. Auch wenn hier gerade langsam alles grün wird. Schön. Die haben ganz gut was erledigt. Ich würde sagen, wir machen trotz dessen rechts erstmal alles fertig. Mach hier mal bitte einen Quickstop zwischen. Falls die Ritter wieder auf dumme Ideen kommen. Heute Nacht. Basteln wir hier nochmal einen Stop zwischen. Weil sie weglaufen wollen, weißt du? Dann werden sie ja mal in den Rücken gecasht und ups. Rinn in die Hütte. Allesamt. Auch der Bauer. Seht zu. München sagt, aus der Richtung kommt was. Ich bin sehr gespannt. Da kommt der Blutmond. Mal gucken, ob man den ersten Blutmond ohne Steinmauer überlebt. Feuer! Komm an. Alles Lächeln. Wo ich gedacht hätte, die laufen gleich los, die Herrschaften. So, aber wir machen zuerst rechts komplett fertig. Ihr habt nichts erlegt, ne? Das würde mich wundern. Alles klar. So. Das hier bedarf 8 Coins. Plus, also 12 brauchen wir. Damit die da stationiert werden. Wie gesagt, ein sehr harter Anfang. So, dafür 5, 6, 7 haben wir.
Genauso gut können wir eigentlich auch den hier stationär machen, komplett. Das macht dann auch keinen Unterschied. Andererseits wollte ich gerne... Ja, ich mache hier noch eine Holzparisade, genau. So. Aber einen richtigen Stützpunkt wollte ich dann hier links machen. Also bei dem Stein und dem Haufen hier. Hier. Du arbeitest echt bis in die Nacht, ne? Ist das die Nacht nach Blutmond? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Hier wird fleißig gearbeitet. So, das Ding könnt ihr ausbauen, wenn ihr wollt. Lächeln. So. Ihr Ruhehund. Komm, Kena. Alles in Ordnung. Oder wolltest du Entwarnung geben? Dann ist in Ordnung. Entwarnung ist cool. Baut aus den Scheiß. Ihr könnt hier schön weitermachen, währenddessen ich hier drauf warte, dass ich das bauen kann. So, haben wir das. Wie gesagt, hier wird jetzt Steinmauer gezogen mit Turm dahinter. Du kannst ruhig mithelfen, ist nicht das Problem. Dein Kollege nimmt dir das bestimmt nicht krumm. Ah, da sind schon zwei dran, wa? Alles gleich. So. Wir haben uns ganz gut vorgearbeitet. Ich habe so das Gefühl, der eine Bauer, den wir haben, sich spontan dazu entschlossen, einfach nur nach rechts zu wandern. Zu dem anderen Bauernhof. Was ich ziemlich kacke fände. So. Hier ist er, ne? Genau, das habe ich mir gedacht. Hast du noch irgendwas in der Tasche? Her damit. Bewegt euch, ihr Luschen. Geht gefälligst nach links. Zum großen Bauernhof. Hier ist nichts für euch. Habt ihr irgendwann mal was erlegt oder so? Zufällig? Warum muss ich eher den hier fragen, wa? Hat er nicht. Hier kommt kein Reh vorbei. Noch einen ohne Job
Und die beiden haben endlich einen Job, das ist wichtig. 8 Coins brauchen wir noch für alle Bauern. Obwohl, ich glaube, hier links können mehr als 4 arbeiten. 1. Naja, 3. 4 bis 5 Maximum. Vielleicht hier noch. Ne, den lassen wir noch in Ruhe, den alten. Der kommt früh genug dazu, uns zu helfen. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir. Und ich hoffe mal, dass die Bauern dann ihren Teil dazu beitragen, dass wir hier gut über die Runden kommen. Das ist wichtig. Müssen wir das echt erst ausbauen hier. Na, rumstehen bringt ja nichts. Dann können wir auch weitermachen. Jeder Bauern bringt ein Coin extra. Dann forsten wir uns ein bisschen durch den Wald und updaten so unsere Sachen. Wir haben ja jetzt erstmal ein paar Bauern. Ja. 2, 3, 4. Und mit diesen Bauern können wir... Lassen wir ihnen kurz ein bisschen Zeit, bevor wir ihnen die nächsten holen. Ich brauche auf jeden Fall erst einmal... ein bisschen Schotter, um die... um die Wall hier auszubauen. Ja, nichts, wenn wir hier mit Holzpalisaden antreten. Upsa. Na gut. Last one. So, jetzt basteln wir uns da eine Steinwand hin. Und dann schon weit weg vom Lager. Vom eigentlichen Lager. So. Und schon ganz schön weit reiten. Eigentlich sollte er dann zur Hilfe eilen, hätte ich fast gesagt. Und da einen Turm hinbauen, aber wie ihr gerade seht, bringt das alles nichts. Wir haben keine Kohle. Wir brauchen mehr Bauern. Viel mehr Bauern. Wie sieht's aus? Hast du dein Feld schon wieder fertig gehabt? Noch nicht. Du bist ein Spitzenjäger, du stehst auf einer Brücke und suchst Hasen. Nichts. Wie sieht es hier drüben aus? Auch nichts, sagst du. Holen wir sie erstmal ins Boot. Respawn tun sie ja von alleine. Da gibt es Kohle. Na, wenigstens 5 Coins. Was uns einen neuen beschert. Ist riskant, aber ich denke mal, die Steinmauern werden noch ganz gut was weghalten. Als nächstes sollten wir aber zusehen, dass wir Katapulte bekommen. Das ist das nächste Etappenziel jetzt. Jetzt haben wir 4... Echt immer noch nicht? 4 Bauern. Auf dieser Seite einen rechts, macht 5. Das könnte ausreichend sein.
Da irgendwas erlegt? Nein. Schon ganz schön Kratzer rein. Wie gesagt, Katapult ist das nächste, was kommt. Aber dazu brauchen wir natürlich ganz genau Kohle. Das sieht nicht gut aus für uns hier. Wirklich nicht. Bin so ein bisschen am Überlegen, was ich machen soll. Ich könnte weiter nach links rein und eine Schatztruhe suchen. Das probiere ich jetzt einfach mal. Gucken, wie weit wir kommen. Was ist das hier? Ach, das ist der Schrein. Das ist der Bogenschrein. Gar nicht so verkehrt. Aha. Wir gehen in Verkehrsruhe und los geht's. Wir rennen vorbei. Und schauen halt mal, was so. Keine Chance, ne? Da sind hier gleich zwei Tore hintereinander. Gut, könnten wir das nächste Mal nur noch auf der rechten Seite gucken, ob da noch irgendwas ist. Seht euch das mal rein, wie weit wir noch müssen. Bis hierhin, hinter den Schreien müssen wir. Um ein Portal angreifen zu können. Um überhaupt damit zu beginnen. Kilometer um Kilometer nach vorne rücken. Naja, gut, ist nicht mehr so weit, das kann man schaffen. Aber erst einmal Katapult. So, apropos, hast du schon was erlegt, Kollege, hier vorne? Dankeschön. Eins, zwei, drei, vier haben wir. Vier Coins. Das ist nicht so viel. Ihr habt da doch geerntet, das sehe ich doch. Damit. Damit. Alles klar. Du nicht, ne? Du machst gerade dein Feld neu. Alles klar. Und dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt hier die Katapulte fertig kriegen. Erstmal das linke. Ach schön, wir können sogar beide basteln. Das ist wichtig. So, wieder ein Etappenziel. Wie sieht's hier aus? Hast du ein Geld? Nee, noch nicht ganz fertig. Das. Na gut. Ist noch kein Blutmond wieder. Ist normal. Jo, alles klar. 2, 3, 4. Ja, mit den Katapulten sind wir dann schon mal gewappnet für den nächsten Blutmond, der morgen kommt. Ich würde auch mal sagen, dass ich reite jetzt dann nach links, gucke, ob wir irgendwas kriegen noch an goldtechnischen Dingen. Ansonsten hole ich mir dort einfach den Buff noch ab für die nächste Nacht. Schön, der ist unterwegs und der auch perfekt. Okay. Tag 11. Heute Nacht geht es wieder auf die Fresse mit dem Blutmond. Bis dato wird aber auf jeden Fall
das Katapult da sein. Und ich hoffe, dass die Mauer bis dahin repariert ist. Ich weiß nicht, wie viele Ingenieure wir hier drüben noch haben. Oder im Allgemeinen, wie viele wir haben.